Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge. Anno 1800, Endlosspiel in Fortgeschritten mit Tipps für Einsteiger. Ich bin Isivana von den Schmufflus und schön, dass ihr da seid. Ja, wir sind gerade dabei, den Hangar zu machen. Ja, und wir warten jetzt nur noch auf die Segeltücher. Die sind schon hier. Überall im Weg, also lang dauert es nicht mehr. Und wir schauen kurz ans Kap. Ja, das ist ja auch bald fertig. Und in Embesa sind wir ja schon auch. Verdorbene Früchte Ja, sind alles, genau. was er zu bieten hat. Sei's drum. Danken Sie ihm. Viele arme Familien werden sich daran erfreuen. Ich wage nicht, mein Haus zu verlassen, während auf Oje. den Straßen die Seuche ungehindert um sich greift. Die Seuche. Ich? Davon wusste ich nichts. Es war ein Versehen. Ich würde mich niemals zu so hinterhältigen Handlungen herablassen. Wer es glaubte? Absichtlich? Das will ich nicht glauben. Doch es wäre nicht das erste Mal, dass Männer aus der alten Welt ihre Krankheiten in neue Länder bringen. Das stimmt. Wie konnten Sie nicht wissen, dass es einen Präzedenzfall gibt? Wie konnte das kein Vorsatz, kein Mord sein? Irgendwas muss unternommen werden, um diesen Parasiten ein für alle Mal aus Embessa, aus unserem Leben zu vertreiben. Das Wasser! Natürlich! Das ist es! Beeilung! Ich muss die Kanäle noch vor dem ersten Sonnenlicht erreichen. Ohne sie wird das Land austrocknen und Archibald bleibt keine andere Wahl, als zu gehen. Ei. Okay. Wir müssen also den lieben Herrn Binja, mein lebhafter Beherrscher und junger Botschafter, zu Archibalds Hafen bringen. Na gut. Wenn er das so möchte. Ah, hier regnet es, hier wird gewerkelt. Das Leben hier ist eher statisch. Wie viel Schoki haben wir denn schon im Kontor? 62 Tonnen. Und in 5 Minuten kommt er wieder daher. Ich weiß nicht, wie viel er da handelt, ja, tauscht. Wie schaut es überhaupt aus mit unserer Diplomatie? Keine Chance. Oh. Aber ja, ich bin stolz darauf. Aber schmeicheln geht. Sonst kann ich überhaupt nichts machen bei dem. Na gut. Ach, herrje. Bente. Die lässt sich nicht um den kleinen Finger wickeln diesmal. Erwarten neue Horizonte. Ah. Nacht- und Nebelaktion. Vorne ist schon sein Hafen. Ich glaube, wir werden da zusammenstoßen, das rechte Schiff und ich. Ist nicht so cool. Ah, ich muss ein bisschen Sonnenaufgang machen hier. Beziehungen abbrechen, okay. Will er denn Archie? Glaub ja nicht, du bekommst noch mehr. Dankeschöne. Direkt seine Meinung sagen, oder wie? Route eingezeichnet. Ja,
Rolle übernehmen. Route eingezeichnet. Müssen die jetzt dann hier rumfahren? Sind unterwegs. Dann decke ich hier ein bisschen auf. Damit Binyam noch ein bisschen Fog of War hier genießen kann auf Anblick. Sind unterwegs. Sind gleich schnell wie diese Fregatte hier. Das gibt's ja gar nicht. Erledigt. Das Forschungsinstitut ist auch fertig. Setz die Segel! Ja, deckt man auch ein bisschen auf. Wir haben ja die Zeit. Steuermann! Sind unterwegs. Route eingezeichnet. Das nehmen wir auch noch mit, dieses kleine Zipfel. Ja. Okay. Sind unterwegs. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Setz die Segel. Route eingezeichnet. Bente! Das habe ich genau gesehen. Du würdest das Ganze hier so viel besser machen als ich, oder? Na klar. Auf Ihren Befehl. So. Die Zeit ist gekommen. Ich wünsche niemandem Leid, aber wir müssen uns vorbereiten. Sollen wir, Freund? Nun suchen wir diese Pumpen. Das ist einfach und harmlos. Niemand wird verletzt und wir gewinnen Zeit für die Vorbereitung. Vor allem am helllichten Tag hier. Ja. Es wird eine lange Reise. Schiff vom Stapel gelaufen. Okay, auf geht's. Ich lasse nicht zu, dass Familien aufgrund der blinden Gier eines Mannes zerbrechen. Sehr ehrenwert, Binyam, sehr ehrenwert. Ja, der hat hier eine Doppelstraße gebaut, der Archie. Das ist ein hübsches Häuschen mit den Bäumchen. Wow. Ohne unsere Hilfe kommt er in diesem Land nicht zurecht. Doch behauptet er, wir brauchen ihn. Wir brauchten ihn nie. Niemals. Die Hyäne sehen, wie weit sie ohne Wasser kommt. Wir brauchen seine Arroganz und sein Stolz nicht. So zeigt Enbesa also seine Gastfreundschaft. Feuer und Stahl in den Schatten der Nacht? Ergreift ihn und liefert ihn mir aus! Es wird keine Auslieferung geben. Binyam untersteht dem Gesetz von Enbesa und wird uns für den Prozess überstellt. Ja. Und für wen halten Sie sich, O König, sich dem Willen des Empires zu widersetzen? Ich fürchte, unsere Verhandlungen müssen mit Flotten und Stahl fortgeführt werden. Aber wenn du das so willst, meine Flotte steht hier. In schweren Zeiten wenden die Leute sich an ihre Herren und an den Herrn im Himmel, um Trost zu finden.
Okay. Sie brauchen wahrscheinlich eine andere Art von Holz dafür. Vielleicht eine aus Ihrem Heimatland. Wir haben schon eine Papiermühle, ja. Okay, also er möchte Glaube und Einheit. Erstmal unsere Expedition, mal schauen, wie es da läuft. Die Amazonen, das Verhandeln einer Frau überlassen. Wir brauchen okay. Sie und Ihr Feingefühl. Ah, kriegen wir sogar Moral zurück, ja. Also. Bauen Sie ein Kloster? Wo bauen wir das hin? Hierher vielleicht? Diese Verse konnte ich damals im Schlaf aufsagen, als ich sie jeden Tag in der Kapelle meines Vaters, König Wag, auswendig lernte. König Wag? So, das Kloster. Aha, wir brauchen noch 1000... Okay, 50 Älteste, wie viele haben da Platz in einem Haus? Das ist ein großes Privileg. Okay. Und? Es gibt viele verschiedene Überzeugungen in Enbesa, aber nur einen Glauben. Puh. Uns hat ein Brief an Binyam von seiner Mutter erreicht. Sie werden zu ihr gehen und erklären, wie ihr und Binyams Leichtsinn ihren Sohn in Gefahr gebracht hat. Okay, mach mal. Wenn sich bis zu ihrer Rückkehr nichts geändert hat, werden die Schiffe bewaffnet zu unserem Feind segeln. Und ihn mit dem gesamten Zorn des Imperiums heimsuchen. Segel setzen! Also die... Wir müssen etwas unternehmen. Der Zehnte wird in großen Krügen gesammelt. So früh habe ich dich gar nicht erwartet. Und das war das letzte Glas. Sehen Sie? Bemühungen bringen Ergebnisse. Keine Klagen. Okay. Übersetzt aus dem Enbisianischen. Bin ja mein Schatz. Sie hat es nicht bemerkt. Gut. Ich hoffe nur, dass sie sich nicht an meinen Freunden rächt, wenn sie es durchschaut. Ich hätte es halt mal richtigen Tef gegeben. Ich habe nie an ihr gezweifelt. Oh Mann, ey. Da ich seit einer Weile nichts von dir gehört habe und mein Mutterherz sich schreckliche Sorgen macht, bitte ich dich, mir zu schreiben. Ich bin mir sicher, du hast mich hier am Wadi nicht vergessen, denn du warst schon immer ein so aufmerksamer Junge. All die Jahre hast du deiner Mutter beim Kochen und Putzen geholfen. Du bist sicherlich sehr beschäftigt mit Jani Heuketimas Plänen für Tavurim. Und diesem wichtigen Besucher aus dem fernen Land. Vielleicht hat dein Plan für das Forschungsinstitut Zustimmung gefunden. Oh ja. Ich klammere mich an den Gedanken, dass es diese Dinge sind, die deine Abwesenheit erklären und dass es kein Unglück ist, das diese plötzliche Stille zwischen uns verursacht hat. Wie immer verbleibe ich in tieferer Zuneigung deine Mutter Kyria. Oh, so ein schöner Brief. Ah, Fregatte ist auch bald hier bei der Mutter. Wir müssen auch kurz in die neue Welt. Da ist nämlich das Segelflug schon da. Auf der Brücke. Und können hier den Hangar anschmeißen. Das Dach für den Hangar. Und hier gibt es auch noch eine Einwohneraufgabe. Nochmal drüber schauen. Okay. Ah. Ich glaube, Sie lösen das Problem. Ich glaube, ich bleib so dabei. Eine Fotografieaufgabe. Natürlich ja. Wissen Sie, was das Beste ist. Wir sollen diese Freiheitskämpfer fotografieren. Natürlich haben Sie es geschafft. Karte eines entlegenen Kontors. Apropos Kontor, ja. Oh Gott, ich muss so viel tun. Naja. Tief durchatmen. Ich weiß, du hilfst der guten Sache. Eine Bauaufgabe. Ich weiß, warum du keinen Zoo gebaut hast. Du hieltest fürs
grausam. Mir ging es ebenso, bis mir bewusst wurde, dass ich mit einem zu bedrohten Arten vor dem Aufstand bewahren kann. Ganz zu schweigen von den vielen Menschen aus allen Schichten, denen man die Schönheit der Wildnis nahebringen kann. Ja, aber wenn es den Menschen nicht gäbe, dann muss man auch keinen Zoo bauen, oder? Ja, Volldampf voraus! Okay. Die Jorgensen-Stiftung ist mehr als dankbar. Cap Trelawney, da haben wir hier vorgehabt. Ein Konto zu bauen. Und einen Pendlerkai. Aha. Brauche ich 6 Tonnen Stahl, hey. Wendemanöver! Kann ich den kurz schließen, diesen Pendlerkai? Kleine Fische müssen darauf achten, mit wem sie schwimmen. Ach so. Ist inaktiv, okay, ja. Ab nach Embesa. Bist du das? Ach, Entschuldigung, ich dachte, sie wären mein Sohn. Nein. Wer sind sie dann? Du hast schon mit mir geredet. Was geht dir vor? Warum ist mein Sohn Binyam nicht bei Ihnen? Wir sagen die Wahrheit. Ihr Sohn wurde wegen Brandstiftung verhaftet und wartet darauf, zu den Antipoden verschifft zu werden. Verhaftet? Oh, mein Junge, mein armer Junge. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Ein Mann namens Archibald Blake aus der alten Welt hat ihn festgenommen. Binyam hat unüberlegt gehandelt und versucht, Archibald Blakes Außenposten zu sabotieren, ja. Oh, Binyam und Sir Archibald, sagen sie, ich... Dann ist der Augenblick, den ich immer gefürchtet habe, gekommen. Aber dass es so kommen musste, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die Angelegenheiten zu regeln, auch wenn das für alle Beteiligten unangenehm wird. Würden Sie einer alten Dame dabei helfen, ihre Orangenbäume neu zu setzen, aber graben Sie tief, wenn Sie graben. Ehrlichkeit ist eine Tugend, auch wenn die Wahrheit manchmal schmerzt. Ja, das stimmt. Neue Ziele. Die Wurzeln liegen tief. Graben Sie die Erde durch, um sie alle zu erwischen. Hören Sie? Wanderer kommen. Okay. Doch Bahadesha. Nun, statt zu verhandeln, kann man sich auch etwas einhandeln. Nun, hier. Das ist vielversprechend. Ich habe eine Art Tagebuch geführt, als ich noch jünger war. Es war bevor Binyam auf die Welt kam. Es könnte Sie interessieren. Was ist mit meiner Bilanz passiert? Davor habe ich noch 11.000 gehabt, jetzt sind nur noch 5.000. Sind wahrscheinlich alle Feste zugleich ausgelaufen. Lesen Sie Kyries altes Tagebuch, okay. Wahrscheinlich habe ich jetzt ein Tagebuch bekommen. Ein Schiff ja. Erster Klasse. Oh, begrabene Orangenblüten, ja. Es steht darin, dass es eine Liebelei gegeben hat. Die Wahrheit ist wie eine Orange. Die Schale ist sauer und ungenießbar. Schärfen Sie Ihr Messer und schälen Sie sie, wenn Sie bereit sind. Mhm. Es gab dann einen Militärbericht, ja. Bereit für den Einsatz. So ist es mit den Soldaten. Was kommen hier für Schiffe? Angedüst. Aha, aha. Ich glaube, ich muss ein paar Chroniken nachlegen. Ich kann Azuro nicht mehr ganz versorgen mit Chroniken. Ein bisschen zu wenig. Das heißt, wir müssen hier... Ah, das Lager ist voll. Hier mal eine Buchmalerei. Ah, ich nehme an, Lord Binyam hat wohl etwas vergessen und sie dafür zurückgeschickt. Nun, das Soldatenregister ist immer noch einsehbar. Okay. Lord Binyam. Gut. Hier ist er. Der Teufel fordert seinen Tribut. Archibald Blake, 1. Bataillon.
müssen kurz hier die Expedition machen. Also. Ich dachte, es wäre besser, es vor ihm geheim zu halten, um ihn zu beschützen. Boah. Außerdem haben die mich bezahlt, damit ich den Mund halte. Jani Heuke Thema. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich kannte Sir Archibald früher. Wir waren einst verliebt. Binyam ist das Produkt dieser Vereinigung. Ich halte den Verdacht, dass irgendetwas im Busch ist. Aber das! Danke, dass Sie sich mir anvertraut haben, älteste Kyria. Das könnte unsere Rettung sein. Doch um Archibalds Herz zu erweichen, Kyria, müssen Sie erst einmal zu ihm gelangen. Ich fürchte, uns bleibt nichts anderes übrig, als Ihnen einen Weg durch die königliche Flotte zu bahnen. Stillgestanden! Hört mir an! Zerballern wir es hier einfach. Halt! Ah, meine Schiffe sind schon unterwegs. Hat die nicht zwei Piratenschiffe hier? Achso, das kommt von oben, okay. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh nein, ein Feuer. Ich habe drauf gewartet. Ich brauche eine Feuerwache hier. Kann ich das wegbewegen? Nee. Wie kann ich helfen? So. Erstmal sporadisch. Los, bildet sich schneller aus. Auf die alte Dame ist Verlass. Naja, geh mal diese Bücher noch ab. Auf Kurs halten! Kurs gesetzt! Geht schon! Es brennt! Ruf die Feuerwehr! Ich hole Wasser! Da ist doch ein Junge drin! Okay, wir warten noch auf die Fregatte. Schauen, ob alles hier noch funktioniert. Ah ja, ist bald fertig. Sehr schön. Erledigt. Ja. Yeah. Ein beeindruckendes Konstrukt, das muss ich schon sagen. Genau richtig für das wunderbare Gefährt, das wir abheben lassen werden. Der Hangar ist fertiggestellt. Nun können Sie jedes der neuen Luftschiffmodelle bauen. Luftschiffe bieten Ihren Städten und Einwohnern viele Vorteile. Sie können aber auch für die dunkle neue Kunst der Luftkriegsführung eingesetzt werden. Wählen Sie Ihren Hangar aus, um die verschiedenen Modelle und deren individuellen Eigenschaften anzusehen. Okay. Ja, da haben wir ganz viele verschiedene unbewaffnete Luftschiffe, bewaffnete und ja, alle zusammen. Mappingari ist ein... Ja, dafür brauchen wir ein Arktis-Luftschiff-Hangar.
Gut. Ja, das war's soweit mit dieser Folge. Ein Schiff erster Klasse. Ihr seht schon, in der nächsten Folge wird die entscheidende Schlacht geführt. Und ich habe absichtlich noch nicht gezeigt, wie viele Gegner denn auf uns warten, ja. Ja, seid gespannt. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Ich freue mich immer sehr darüber. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ihr.